Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Greydex und heute startet meine neue Reihe der Trap Guide. Es sind immer wieder dieselben Fragen aufgekommen und in einigen Gesprächen beim Mitspielen und in den Kommentaren haben sich einige meiner Abonnenten einen solchen Guide gewünscht. Es geht also in diesem Video und in den nächsten Teilen konkret um die Trap- bzw. Fallen-Operator. Es gibt niemals einen einzigen Weg, einen Operator zu spielen, denn funktionieren kann alles. Allerdings gibt es Wege, die besser und eben auch Wege, die schlechter funktionieren. Genau diese idealeren Taktiken, einen Trap-Operator zu spielen, möchte ich euch in diesen Videos zeigen und erklären. In diesem ersten Teil soll es um Kapkan gehen, der ja vor kurzem erst seinen Buff erhalten hat. Bevor wir jetzt direkt ins Video einsteigen, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ich habe in Kürze ein kleines FAQ-Video zu mir geplant. Wenn ihr also noch Fragen an mich habt, die euch auf der Seele brennen, schreibt mir per Instagram, ab damit in die Kommentare. Ich suche mir dann die besten, lustigsten, witzigsten und vielleicht auch dümmsten Fragen raus, um diese dann im Video zu beantworten. In diesem FAQ-Video wird es auch eine kleine Verlosung geben, aber das erstmal nur als erster kleiner Teaser vorweg. Ich würde sagen, wir steigen jetzt langsam in den Guide zu Kapkan ein, also viel Spaß! Wir klären erstmal alles Wissenswerte rund um Kapkan, denn als anständiger YouTuber sehe ich mich dazu verpflichtet, euch keine Infos wie Hintergrundgeschichte, Name, Alter vorzuenthalten. Kapkan heißt mit echtem Namen Maxim Basuda und ist Mitglied bei den russischen Spetsnaz. Geboren und aufgewachsen in Kovrov, ist Basuda der älteste von drei Söhnen in einer russischen Arbeiterfamilie. Damit er nicht dasselbe Leben wie seine Eltern führen muss, hat sich Kapkan früh beim russischen Innenministerium anwerben lassen und wurde nach Narjan-Mar, einer kleinen Hafenstadt an der Barentssee, geschickt. Kapkan wurde während seiner Zeit am Polarkreis ein begeisterter Jäger und Trapper, bevor er 2002 nach Beslan versetzt wurde. Kapkan ist ein Realist, der das Übel in der Welt gesehen hat. Er ist fasziniert von Psychologie, was bringt eine Kreatur dazu, ein Jäger und die andere Kreatur eben eine Beute zu werden. Kapkan ist dazu gedacht, achtlose Feinde auf ihrem Weg durch das Gebäude aufzuhalten, er nutzt seine Gadgets, um Angreifer zu verletzen und um zu erfahren, wo sich die Gegner befinden. Kapkan ist ein Two-Speed-Two-Armor-Operator, er nutzt primär entweder die 9x19 VSN SMG oder die halbautomatische Schrotflinte SASG-12. Seine SMG hat eine Feuerrate von 750, eine Magazingröße von 30+1 und einen Basisschaden von 34. Die Schrotflinte hat 10+1 Schuss, bewirkt einen Basisschaden von 50 und wenn man sie wirklich durchspammt, eine geschätzte Feuerrate von 360. Sekundär kann Kapkan zwischen den beiden Pistolen PMM und GSH-18 wählen. Als Gadgets trägt er entweder zwei Stacheldrähte oder ein C4 mit sich. Seine Spezialfähigkeit sind 5 Exemplare der EDD MK2. Die EDDs, also Entry Denial Devices, sind eine moderne Weiterentwicklung von einfachen Stolperdrahtfallen. An Türrahmen befestigt Kapkan eine Sprengvorrichtung aus verdichtetem C4 und einem Laserauslöser. Berührt ein Feind den unsichtbaren Laserdraht, geht das C4 hoch und fügt allen im Umkreis von 3 Metern Schaden zu. Die EDDs haben einen Basisschaden von 60 für 3-Speed-Operator, ein 2-Speed-Operator erleidet nur 51 und ein 1-Speed-Operator 45 Schadenspunkte. Gehen wir jetzt aber langsam über zu seinen Einsatzmöglichkeiten und zu seinen Spielweisen. Kapkan kann seine EDDs an allen Tür- und Fensterrahmen einsetzen. Die Geräte werden ausgelöst, sobald ihr Laser von einem Feind ausgelöst wurde. Kapkan startet zu Beginn jeder Runde mit 5 EDD-Geräten, die ihr klug einsetzen solltet. Bringt sie nicht alle in der Nähe der Bomben an, sondern versetzt euch kurz in den Gegner hinein und platziert die Fallen an den Laufwegen der Gegner durchs Gebäude. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man den größten Erfolg hat, wenn man weiter entfernte Türen wählt und diese nicht verbarrikadiert. Hier laufen die Gegner meistens noch relativ unvorsichtig herum und gehen euch ins Netz. Zusätzlich habe ich mir angewöhnt, immer einen ganzen Weg abzustecken, denn wenn Ash zweimal hintereinander in eine Falle läuft, erleidet sie 120 Schadenspunkte und wir alle wissen, was das heißt. Die EDDs sind auf ein Gerät pro Tür oder Fenster beschränkt und können nicht überall platziert werden. Nach oben und unten bleibt immer noch ein wenig Luft und an Fenstern werden sie automatisch ungefähr auf Brusthöhe platziert. Ich persönlich würde davon abraten, die Fallen an Fenstern oder verbarrikadierten Türen anzubringen, denn die Gegner werden hier durch Barrikaden verlangsamt und haben mehr Zeit, um das EDD zu entdecken. Eigentlich sollte ich es gar nicht erwähnen müssen, aber ich sehe leider, auch in Platin-Spielen, immer wieder Idioten, die es trotzdem tun. Platziert eure EDDs auf keinen Fall an Castle-Barrikaden. Diese werden in der Regel durch Ash oder durch eine Granate geöffnet und somit ist euer EDD Schrott und hilft euch 0, gar nichts.
Da Kapkan mittlerweile ein Two-Speed-Operator ist und 5 Fallen besitzt, ist er wirklich gut als Roamer oder Patrol zu spielen. Setzt einfach 2 Fallen an den Raum bzw. Bombenspot, so könnt ihr einen Late-Push verhindern, wenn die Gegner keine Zeit mehr haben. Die anderen 3 Fallen hebt ihr euch auf und platziert sie an den typischen Push-Wegen der Gegner weiter entfernt. Jetzt könnt ihr mit Kapkan zwischen euren Fallen hin und her roamen. Sobald ein Gegner eine Falle ausgelöst hat, ist er erstens leichter zu töten und zweitens durch die Explosion für einen kurzen Moment abgelenkt. Hier lässt sich das C4 von Kapkan hervorragend einsetzen. Ihr könnt euch beispielsweise ein Stockwerk unterhalb eurer Falle platzieren, wird sie ausgelöst, C4 an die Decke und weg mit dem Gegner. Welche Waffe ihr auf Kapkan spielt, ist prinzipiell euch überlassen. Ich finde beide Waffen gut. Die SMG hat einen wirklich leicht zu kontrollierenden Rückstoß und einen guten Schadenswert. Aber auch die Schrotflinte lässt sich anständig spielen. Ich persönlich finde die Schrotflinte sogar mit Schalldämpfer schon ziemlich geil. Durch ihre Semi-Automatik kann man einfach draufhalten, bis der Gegner stirbt und wird dabei kaum gehört. Passt auch als Mitspieler von Kapkan auf, wo die EDDs hängen. Es bringt wenig, wenn eure Geräte durch die Explosion des EDDs zerstört werden. Im Idealfall solltet ihr auch nicht in der Nähe stehen, da der Schaden auch Teammates betrifft. Als Angreifer könnt ihr die EDDs wie jedes andere Verteidiger-Gadget mit einem Schuss ausschalten. Zusätzlich könnt ihr die EDDs noch gut mit Twitch, IQ oder Thatcher kontern. Zusammengefasst ist Kapkan ein sehr effizienter Trapper, der in der Lage ist, mit seinen Fallen einiges zu bewirken. Das Mindeste, das ihr mit Kapkan erreicht, ist, dass die Gegner sich Zeit nehmen müssen, um eure Fallen auszuschalten. Zusätzlich kann man mit ihm einige Gegner ordentlich verwunden und ihn als guten Roamer oder Patrol einsetzen. Schlau gespielt ist Kapkan definitiv ein starker Operator. Kommen wir als letztes noch zu einem kleinen Nice to Know. Wusstet ihr, dass Kapkan auf Russisch Falle bedeutet? Kapkan ist übrigens der erste und derzeit einzige Operator im Spiel, der eine Änderung nach dem Start in Bezug auf seine Rüstung und Geschwindigkeit erhalten hat. Seine Rüstung und Geschwindigkeit bei Start des Spiels war schwer, also 3 Panzerungen, 1 Geschwindigkeit. Wusstet ihr, dass seine Fallen im Spiel, zumindest in der englischen Version, Booby Traps heißen? Ja Leute, das war's auch schon wieder von mir. Was haltet ihr von Kapkan und das vor allem nach seinem Buff? Findet ihr die unsichtbaren Fallen zu stark oder ist er jetzt genau richtig? Was haltet ihr von meinem Trap Guide? Denkt auch an eure Fragen für das FAQ. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!